Nico Kappel, du musst uns erstmal sagen, das ist ein ganz besonderer Moment für dich hier im Weserstadion. Warum? Ja, auf jeden Fall ein sehr besonderer Moment, weil ja 2007 war ich das erste Mal hier im Stadion. Ist ja jetzt nicht so gängig, weil ich aus Stuttgart eben komme. Und damals eben, ja, gab es ein Spiel gegen, also Werder Bremen gegen Bielefeld. Und ja, das war aber ein gutes Spiel, ne? Genau, ich glaube, viele wissen das bestimmt noch. Das Spiel ist damals 8:1 ausgegangen und ich habe zufälligerweise, also ich war hier übers Wochenende und Fußball verrückt und dann will man natürlich ins Stadion. Aber du warst hier wegen des Kleinwuchsverbandes, hast du mir vorher erzählt. Wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen, ne? Ja, genau. Also durch den Kleinwuchsverband waren wir hier und zwar hat Werder Bremen gemeinsam mit dem Deutschen Verband für Kleinwüchsigen so ein Trainingswochenende gemacht, ein Sportwochenende, Fußballwochenende hauptsächlich, wo das eben so ein bisschen mit dem Parasport angefangen hat und wo eben auch der Kleinwuchsverband dann eben gesagt hat, okay, der Sport ist uns wichtig. Und dann hat man damals mit Werder Bremen hier eine Kooperation gemacht, dass man hier trainieren konnte. Und wenn wir dann schon mal da waren und ich und mein Vater eben auch ein sehr Fußballverrückter ist, haben wir dann gesagt, okay, dann wollen wir auch ins Stadion natürlich, wenn man in der Zeit... Und dann habt ihr was für Karten bekommen? Ja, wir waren natürlich spät dran, 20 Minuten, glaube ich, zu spät, weil Training lässt man natürlich nicht ausfallen, klar. Und haben dann ein bisschen warten müssen und dann gab es noch irgendwie ein paar Tickets für den Stehplatzkarten. In der Auskurve! Ja, und Stehplatzkarten, also wir haben erst gedacht, hey, wie jetzt im Gästeblock in Bielefeld? Nein, es war dann tatsächlich die Ostkurve von Werder Bremen und war natürlich witzig, wenn dann zwei Kleinwüchsige da reinmarschieren in einen eh schon sehr vollen Block und dann die Gott sei Dank und freundlicherweise so versucht haben, noch ein bisschen Platz für uns zu machen, dass wir ein bisschen was sehen. Aber nachdem es dann zur Halbzeit, glaube ich, schon 4:1 stand, war das ziemlich, da war dann eh alles egal und da hatten wir dann echt eine coole Stimmung und sowas vergisst man dann nicht, wenn das Spiel am Ende dann 8:1 für Werder ausgeht. War schon ein sehr besonderes Erlebnis und erinnert man sich dann gern zurück. Und jetzt wirst du häufiger ins Weserstadion kommen, weil du eine besondere Verbindung zu Wohninvest, dem neuen Vornamensgeber, darf man ihn nennen, des Weserstadions hast. Welche ist das? Genau, also Wohninvest, also ich bin ja also Parasportler. Genau, in was für einer Disziplin? Und du hast echt einige Erfolge, du darfst die auch nennen. Man darf hier ruhig auch mal ein bisschen Werbung für sich selbst machen. Oh, um Gottes Willen. Ja, also ich mache Kugelstoßen in der Paraleichtathletik, bin 2016 Paralympicsieger geworden, 2017 Weltmeister, habe jetzt vor ein paar Wochen den Weltrekord wieder zurückerobert. Mit wie viel? Mit 14,11 Meter. Hey, der Witzka. Zwischendurch mal in Polen, nach Polen ausgeliehen, jetzt ist er wieder in Deutschland. Und genau, und durch den Sport eben ist Wohninvest schon Partner bei mir. Seit 2017 sind die Partner von mir geworden. Die haben mir mit ermöglicht, dass ich mich auf den Sport immer mehr konzentrieren kann, weil eben sonst die Förderung noch nicht so toll war für den paralympischen Sport bisher. Und da war inzwischen ist natürlich da auch deutlich besser geworden, bin jetzt Teil der Bundeswehr. Aber zu dem Zeitpunkt war das noch lange nicht so und da hat Wohninvest ist dann sofort in die Bresche gesprungen, wo, als da mal ein Kontakt hergestellt ist, hat gesagt, jawohl, den Weg gehen wir mit und dich unterstützen wir, dass du Profi werden kannst und da begleiten wir dich, damit du auch weiterhin in der Weltspitze bleiben kannst. Und man sieht, zu was es geführt hat, jetzt vor 2,5 Wochen oder vor 2 Wochen habe ich jetzt den Weltrekord wieder zurückerobert und kann weiterhin also vorne an der Weltspitze bleiben, weil ich jetzt eben Profi sein kann. Und da bin ich Wohninvest sehr dankbar und dem ganzen Team sehr dankbar. Und das ist wirklich eine tolle Familie da, Gott sei Dank, die liegen genau zwischen meiner Trainingsstätte und meinem Zuhause fahre ich quasi an der Firma Wohninvest mehr oder weniger vorbei. Also das heißt, ab und zu mal vor dem Training fahre ich noch schnell vorbei, trinke dann den Kollegen da den Kaffee weg. Das macht der Schwabe gerne. Ja, der Schwabe, klar, dann muss ich meinen eigenen trinken, ist besser. Ne, genau, dann trinke ich den Kaffee weg und danach gehe ich ins Training, wenn sie natürlich Zeit haben, egal ob es da Harald Panzer ist oder Michele Vulcano. Meistens irgendeinem läuft man geschwind über den Weg, kann man sich ein bisschen unterhalten. Und wann sehen wir dich das nächste Mal in der Ostkurve oder sagst du dir, nee Leute, einmal reicht? Ja, ich glaube, der Bereich gehört schon den absoluten Fans, die schon ganz, ganz lange den Verein unterstützen und die da wirklich jede zweite Woche stehen oder wenn nicht sogar jede Woche dann eben auch zu einem Auswärtsspiel mitgehen und den Verein eben unterstützen. Ohne solche Fans funktioniert es nicht im Fußball, das gehört dazu. Das gehört zur Action dazu im Stadion. Das macht Fußball einfach nochmal ein bisschen on top. Ne? Also das gehört einfach dazu, gehört zum guten Ton, sage ich mal, bei den besten Clubs in Deutschland. Und die dürfen da ihre Kurve, das ist denen ihre, aber ich komme gerne wieder zurück ins Stadion und wer weiß, wenn ich dann wieder ein bisschen zu spät dran bin, vielleicht lande ich dann doch mal wieder da. Alles klar, Dankeschön und alles Gute in der sportlichen Zukunft. Vielen Dank, danke.